Es geht wieder einmal weiter mit meinem Let's Play von Metroid Fusion. Und nach langer Zeit bin ich mal wieder oben auf dem Hauptdeck. Ja, der Hauptfahrstuhl funktioniert nämlich wieder und... Ja, unser Schiffscomputer hat nämlich Biosignale vom Unterkunftsdeck geortet. Das ist da jetzt links oben. Und da werde ich jetzt auch gleich mal hinmarschieren, weil da bin ich bisher noch nie gewesen. Weil ja früher immer die grünen Schleusen zu waren. Und vielleicht gibt es ja doch noch Überlebende. Wer weiß. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, hier ist wieder so ein fettes, komisches, ekliges Ding. Was ich auch mit meinen Ice Missiles nicht zerstören kann, leider. Also, geht sowieso noch hier. So, und ab nach oben. Unterkunftsdeck. So, hier drüben gibt es noch eine Sperrenstation, aber dabei brauche ich die nicht. So. Ich glaube, hier muss ich jetzt eh ganz nach oben. Thanks. So. Zack. Genau. Durch die oberste Tür. Und was zum... Oh! Was sind das denn für komische Tiere? Die habe ich ja noch nie gesehen. Sind das vielleicht die Biosignale, die geortet wurden? Sind das aber leider keine Menschen? Aber die schauen jedenfalls nicht gerade böse aus. Oh, okay, ich brauche den Speed Booster. So, na dann. Renn, Samus! So. Ja, und hier, das habe ich früher immer oft übersehen, dass man hier hinein kann, ja, weil hier so eine Klappe offen ist. Das habe ich früher oft übersehen, da habe ich mir gedacht, wie komme ich hier jetzt weiter, ne? Also so. Ja, noch mehr auf den Viechern. Zack. Sind ja so eklig. So, genau, jetzt bin ich hier oben und jetzt Knöpfchen drücken. Sperre aufgehoben, Schock öffnet sich. Hallöchen. Was zum... Wow. So viel zu den Überlebenden auf dem Unterkunftsdeck. Die sind jetzt abgehauen, aber sie haben mich wenigstens nicht angegriffen. Trotzdem irgendwie merkwürdig. So, ich glaube hier unten war noch irgendwo was. Ich glaube... Hier, glaube ich. Ja, genau! Ein Missilcontainer. Geil! So, jetzt kann ich meine Dinge zwischenspeichern. Einfach mal so, weil ich es kann. So, schon gesaved. Speichern abgeschlossen. Und dann wieder zurück nach unten. Ethikus und Dakoras, ich bin diesen intelligenten Wesen schon einmal begegnet und scheinbar haben sie auch mich erkannt. Seltsam ausgerechnet hier auf sie zu stoßen, damals halfen sie mir ungeahnte Fähigkeiten zu entdecken, doch wo sind sie hingelaufen? Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie sind in Sicherheit. Aha. Also Samus hat diese Wesen schon einmal getroffen, aber in was für einem Spiel eigentlich? Ich wüsste das jetzt nicht, vielleicht in Super Metroid, kann sein. Was anderes würde mir da jetzt nicht unbedingt einfallen. Na gut, dann werde ich dem Schiffscomputer jetzt mal sagen müssen, dass es sich bei den Überlebenden leider um keine Menschen handelt. Die Überlebenden waren also nicht menschlich. Bedauerlich. Damit wäre nun der Tod der gesamten Besatzung bestätigt. Von diesem Szenario war auszugehen, doch ich hatte bis zuletzt die Hoffnung bewahrt. Ich denke, die X haben den Forscher nur wegen seines Wissens infiziert. Er konnte den Kampf mit ihm nicht gewinnen. Die restliche Besatzung diente dem X lediglich als Nahrungsquelle. Sie entwickeln sich und werden zunehmend stärker, Samus. Es gibt mittlerweile einige Arten, die resistent gegen ihre momentanen Waffen sind. Das Hauptquartier hat diese Entwicklung vorhergesehen. Sie stehen kurz davor, die Entwicklung von Powerbomben-Daten zu beenden und sie zu senden. Sind die Anweisungen klar? Jupp. Führen Sie unverzüglich den
den Download durch. Die Auswahl an Datenräumen ist auf diesen einen in Sektor 5 arg begrenzt. Da war ich ja schon mal. Okay. Gut, dann muss ich wieder zurück, weil... Ich weiß auch noch, ich kann jetzt gar nicht hier drüben im rechten Bereich auf der Karte irgendwie was machen, weil da auch wieder so ein riesiges Schwabbelwabbel-Ding ist, was mir den Weg versperrt. Also bezüglich eines Energiecontainers, Energietanks, den ich mal übersehen habe, den werde ich mir leider erst ein bisschen später holen können. Deswegen geht's jetzt doch schon wieder zurück. So, also nicht, dass ihr denkt, ich habe das jetzt vergessen. Nein, habe ich nicht, aber es geht halt noch nicht. So, und ab nach unten. Das dauert halt noch ein bisschen. Und dann geht's mal wieder zurück zu Sektor 5. Sich an den Datenraum erinnern können, aber ich zeige Ihnen noch einmal seine Position. Sind die Anweisungen klar? Jo. Machen Sie sich auf den Weg. Ist klar. So, zwischenspeichern. Kann nicht schaden. Wer weiß, was noch so passiert. So, Regenerator. Das kann ich schön alles auffüllen. Na, immerhin 110 Missiles habe ich schon zur Verfügung. Das ist nicht schlecht. Oh, diese Viecherspule hier. Oh, ihr seid so eklig. Und so hässlich. Vor allem hässlich. So, was ist eigentlich hier drüben? Aha, hier ist irgendwo ein Item. Hier ist ein Missilcontainer. So, ja, ich habe ja jetzt den White Beam, wodurch mein Beam ja gestreut wird. Es gab ja einen Notfall in Sektor 3. Der beinahe in die Luft geflogen wäre. Ja, super. Ich kann hier dieses... ich kann den gar nicht bekommen. Hallo. Ist doch voll unfair. Warum nicht? Warum kriege ich den nicht? Na? Hier. Geht nicht. Nein, halt. Kann man hier irgendwie mit dem Ball rein? Nee. Ist hier so eine unsichtbare Wand ist nötig. Mann, wie kriegt man das Ding? Ist doch voll dämlich. Egal, so hier weiß ich auch, dass ich das nicht kriegen kann. Okay. Ja, was soll's? Spürt dieser unheimliche Schatten, der hier seine Runden zieht. Der macht mir am allermeisten Angst. Aber keine Sorge, wir werden später noch erfahren, um was es sich dabei handelt. Schon wieder. Alter. Ich hasse diese Viecher. Das gibt's ja nicht. So. Hier ist der Datenraum. Zack. Tür auf und... Ja. Endlich. Powerbomben einsetzbar. Halt den Ballmodus R und drücke B. Oh ja, so geil, ey. Endlich die Powerbomben. Ist das krass? Und ich krieg gleich mal 10 Stück zu Beginn. Ne? Wenn ich dann denke, in den Prime-Teilen 1 und 2, da gab's anfangs nicht sehr viele. Oh. Vor allem das Blöde ist, ich komme jetzt gar nicht auf dem Weg wieder zurück. Das heißt, ich muss sowieso durch diese Tür gehen. Geht gar nicht anders. So, ich kann euch gleich mal zeigen, wie das aussieht, wenn man so eine Powerbombe zündet. Also R im Morphin-Modus gedrückt halten, dann B! Richtig krass. Oh gut. Die machen natürlich ordentlich Booms. Gut. Wartet mal, war hier nicht noch was? Genau, hier war ja noch was. So, Powerbombe. Ah. Autsch.
So, nee, hier kann ich ja gar nichts bewirken irgendwie, ne? Ich komme hier trotzdem nicht hoch. Das geht hier immer noch nicht. Leider. Speichern? Ja, ja doch. Natürlich, warum nicht? Auf jeden Fall sogar. So. Saved. Gut. Wo muss ich jetzt eigentlich wieder hin? Also wenn ich jetzt hier den ganzen Weg so folge und wieder zurückgehe... Ich weiß ja noch, dass da oben jetzt eben so ein komisches Ding gewesen ist, was ich mit jetzt eben mit den Powerbomben zerstören kann. Eben diese ganz großen Wabbeldinger. Oh, geht doch einfach mal alle sterben. Oh. Ach du Scheiße. Oh, Freunde, seht ihr das? Die Tür ist hin. Das heißt, der Samus X ist schon wieder hier. Oh mein Gott. Ach, na meine Güte. Ich glaube, hier kommt es ja wirklich zur allerersten direkten Begegnung mit dem Samus X, wo ich wirklich um mein Leben rennen muss. Oh Gott. Ja, ich glaube, das war hier wirklich so. Und zwar hier unten. Genau, sieht man, hier ist ein Powerbombenblock. Also, Powerbombe! So. Genau. Jetzt geht's hier unten weiter. Oh, Freunde, ich habe ja solche... Aha! Ach du meine Güte! Es kommt! Oh mein Gott, Hilfe! Ich will nicht! Oh, bitte geh weg! Bitte geh weg, bitte! Oh, danke! Oh mein Gott! Bitte hau einfach ab, ich habe dir noch gar nichts getan! Eieieiei. Ah, seht mal. Hier oben kann ich vorbei. So. Boah, gerade noch so entkommen. Bin ich ja froh. Ah, seht mal, hier ist sogar ein Powerbomben-Container. So, kann ich den überhaupt erreichen? Oder kriege ich den gar nicht? Doch, tatsächlich. Powerbomben-Container erhalten. Powerbombenkapazität erweitert auf 12 Stück. Super. Cool, ich bin dem Samus X doch wieder entkommen, ohne dass es mich entdeckt hat. Nur wie... komme ich jetzt hier weiter? Hallo? Ah, wisst ihr was? Powerbombe. Aha. Gut, hier ist wieder die Tür hin, aber ich glaube, das war die, die ich vorhin gerade gesehen habe. Ja, genau, hier ist wieder das gelbe Sicherheitsterminal. Dann kann ich jetzt wieder zurück. Boah, das war wieder mal richtig knapp. Ich hätte schon geglaubt, dass es mich jetzt wirklich entdecken wird, weil da war nämlich auch so ein komischer... Aua. Powerbomb-Block, glaube ich. Und wenn ich den kaputt gemacht hätte, dann hätte mich das Samus X womöglich entdeckt. Dann hätte es mich garantiert entdeckt. Mann, jetzt stimmt nochmal eine komische Alien-Krabbe. Keine Ahnung, was du überhaupt bist. Wie kann man nur so hässlich sein? So. Hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Nicht wirklich. Na gut. Zwischenspeichern. Gut, und es gibt hier übrigens relativ viele Powerbomben-Container in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt insgesamt, aber schon einige, weit mehr als in den Prime-Teilen. So. Oh, seht mal, hier ist jetzt auf einmal neuerdings eben so ein Riesending und das kann ich jetzt eben nur mit einer Powerbombe zerstören, also, verpiss dich! Yeah! Supergeil. So. Dann nehme ich gleich mal ordentlich Anlauf für meinen Speed Booster. Yeah, genau. So muss das sein. So, ich glaube, das war... Wo war denn das jetzt eigentlich mit dem komischen... Achso, nee, das war sowieso weiter oben. Na gut.
Speed Boost hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Egal. Das ist mir sowas von Regal. So, ich glaube hier drüben, oder? Nee. Eins weiter runter wieder. Hier drüben. So, genau, und jetzt wieder Powerbombe. So, jetzt komme ich mal hier drüben hin. Was ist hier eigentlich? Oh, noch ein Powerbombencontainer. Okay. Ah, ich weiß schon, was man hier machen musste. Das weiß ich wieder. Muss nämlich, genau, seht ihr? Im Morphball muss man diese Viecher vorhin mit den Eismissiles einfrieren, dass man da drüber rollen kann, weil sonst der Boden nämlich wegbricht. Das ist ganz schön fies. So, wartet, wartet. Das Vieh dreht um. Und zack! So. Hep. Hep, hep, hep. Nein! Nein! Wieso? Es geht doch nicht. Das ist gar nicht so leicht. So. Da, seht ihr? Das ist doch voll fies. Fies, Mann. Obwohl, das geht sich auch gar nicht so ganz aus. Na los, beweg dich. Haha, so. Komm schon. Nein! Mann, ist das bescheuert. Ich will aber den einen Powerbomben-Container haben, ja? Also... Ah, genau, jetzt hänge ich hier wieder fest. Komm, geh weg. Tu mir nicht immer weh. Das geht doch nicht. So. Seht ihr, aber wenn ich hier jetzt bleibe, ich meine, ich kann ja nicht auf dem Vieh mit... Ja, seht ihr? Dumm, einfach nur dumm. Ja, seht ihr da? Ist alles voll mit diesen verdammten Blöcken. Unglaublich. Aber ich komme da nicht anders rüber. Ich will das Ding haben. Aber das ist doch hier viel zu breit, als dass sich das ausgehen würde, hm? Oder? Wobei, wartet mal. Vielleicht wenn es genau über zwei... Jetzt. So, jetzt müsste es aber gehen. Komm. Da, da, nein! Nein! Das gibt's doch wohl nicht! Was soll denn diese Scheiße schon wieder? Nee! Ist doch voll bescheuert. Das muss man doch irgendwie schaffen können, dass man... Ja. Ha! Edge Badge. Jetzt habe ich ihn endlich. Boah, danke! So. Diese Geschicklichkeitspassagen sind nicht unbedingt mein Fall. Puh. So, aber immerhin. Geschafft ist geschafft. So, und jetzt wieder zurück zum Navigationsterminal, Baby! Auf jeden Fall war es wieder... Wow, ja. Der blöde Schatten. Auf jeden Fall war es wieder eine ganz knappe Begegnung mit dem Samus X. Wie gesagt, es wird noch wirklich einmal so sein, dass ich überhaupt keine andere Möglichkeit habe, außer dem Samus X quasi direkt vor die Füße zu laufen. Dann, ja. Dann heißt es sowieso mein Leben rennen. Das wird noch früh genug passieren. Ich habe zwar geglaubt, dass es schon im Sektor 5 passiert, aber hier scheinbar doch noch nicht. So, warte, das will ich hier nochmal gucken. So, Powerbombe. Ah, sieht man hier sogar noch einen C-Block. Wusste ich ja gar nicht. Voll fies. So, Moment. So, was ist jetzt hier? So, ne, der, das ist schon der hier. Hier oben ist der Missilcontainer versteckt gewesen, okay. Gecheckt, Alter, gecheckt. So, und hier drüben wird mir, glaube ich, immer noch nichts bringen, aber meinetwegen. Powerbombe.
und geht sterben. Ja genau, was habe ich gesagt? Es ist nur von hier unten so ein komisches Ding, aber ich glaube, hier brauche ich eben was, dass ich diese Blöcke zerstören kann. Das habe ich noch nicht, leider. Also den muss ich leider noch auslassen. Pech gehabt. Ihr werdet mich nicht aufhalten. So, etlichen Regenerations... Raum, ja, Regenerator, so. Wunderbar, 115 Missiles und 14 Powerbomben zur Verfügung, richtig geil. So, und natürlich Speicher, was auch sonst. Supi. Gut, na dann. Sprechen wir mal wieder mit unserem Schiffscomputer. Kehren Sie zu Ihrem Schiff zurück, Sams. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was? Zu meinem Schiff? Warum denn auf einmal? Okay, wenn es unbedingt sein muss. Jetzt auf einmal soll ich zu meinem Schiff zurückgehen. Was geht mit dem? Na gut, ich frage lieber nicht. Er muss mir etwas zeigen. Was denn, wie toll er in Wirklichkeit ist oder dass er in Wirklichkeit gar kein Computer ist? Kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Werden wir ja gleich sehen. So, auf jetzt bitte. Was zum... Oh nein. Verdammt. Ich bin... Oh nee, nicht schon wieder wegen Ada M. Ich bin stecken geblieben, mitten im Aufzug. Na dann bringt wohl nur eine Powerbombe die Rettung. Genau. So. Was sind das denn für Viecher? Die kenne ich ja gar nicht. Sehr komisch. Vor allem diese Musik, die kommt mir bekannt vor. Die haben wir einmal, glaube ich, schon ganz kurz gehört. Was zum... Oh. Ach du Scheiße, das ist ja diese kryotechnische Kammer. Oh mein Gott. Was zum... Oh, Alter. Habt ihr das gesehen? Der vereiste Ridley-Körper ist verschwunden. Und hier sind so eklige, sabbernde Viecher. Was sind das denn für welche? Warte, Powerbombe. Boah, die überlebende Powerbombe, wie gibt's das denn? So, gleich nochmal. Okay, überleben sie doch nicht alle. Jetzt würde mich interessieren, ob hier oben irgendwas ist. Okay, hier ist irgendwie gar nichts. Tja dann. Aber hier ist irgendwo was. Aha! Sealcontainer erhalten. Sehr geil. So. Gut. Landebucht. So, Moment mal. Ich glaube, hier unten war auch immer irgendwas versteckt. Ja, genau. Seht mal. Powerbombe. Oh, Reaktormantelung? Nee, nee, nee. Da will ich noch nicht hin. Ich glaube, da habe ich schon einen Bereich entdeckt, wo ich noch gar nicht hin soll. So. Stopp. So, was willst du mir denn jetzt eigentlich zeigen, hä? Speichern? Na klar doch. So, was ist jetzt? Der Hauptreaktor ist ausgefallen. Daher stehen alle Aufzüge und Systeme der Station still. Natürlich sind auch sämtliche Schleusen davon betroffen. Das bedeutet nichts Gutes. Falls Sie es schaffen, den angezeigten Ort zu erreichen, können Sie ein Notstromaggregat aktivieren. Danach analysieren wir, warum der Hauptreaktor ausfiel. Sind die Anweisungen klar? Jupp. Doch nun zum eigentlichen Grund, wegen dem ich Sie herbeordert habe. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Seltsame Kreaturen haben in Ihrem Schiff Zuflucht gesucht. Ich konnte eine X-Infektion ausschließen und habe Ihnen daher Unterschlupf gewährt. Wissen Sie irgendetwas über dieses sonderbare Lebewesen? Ihr Auftauchen inmitten einer solchen Katastrophe muss eine Bedeutung haben. Ich werde Sie weiter hier behalten. So, das sind ja diese kleinen Tierchen, die wir beim Unterkunftszweck vorhin befreit haben. Okay. So, kann ich mich jetzt hier wenigstens ein bisschen bewegen? Ja, ich glaube schon. Hoffentlich, ja. Also, ich meine, weiß nicht, Schleusen ausgefallen, das ist jetzt so eine Sache.
mal, ob die Türen, ob die dann jetzt noch funktionieren oder nicht. Und seid ihr denn für Schmierpistolen? Schauen wir mal, ob ich hier jetzt überhaupt weiterkomme oder nicht. Okay, hier ist schon mal offen, das ist gut. Mit dieser Gruselmusik. Passt aber richtig gut zur Atmosphäre. Nein. Nein, 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 nein! Ich glaube, die Türen gehen gar nicht auf. Powerbombe. Nope. Gut, vergesst es, Freunde. Ich kann jetzt hier leider nirgendwo anders lang, außer dorthin, wo ich gerade hingekommen bin. Oder Moment mal. Hier ist doch was. So, was ist jetzt hier? Powerbombe. Oh. Ah, super. Schon wieder diese blöden Blöcke hier. Das gibt ja nicht. Ich kann den noch nicht kaputt machen. Geht noch nicht. Gut, nee, ich glaube, ich mache das jetzt anders. Ich werde den Part beenden. Ich gehe zurück zum Schiff, werde halt dort mal schneiden. So. Sollte ja niemanden stören. Ja, sind leider alle Türen ausgefallen. Vor allem weiß ich jetzt nicht, wo das nächstgelegene... wo die nächstgelegene Speicherstation jetzt wirklich ist, deswegen benutze ich lieber mein Schiff zum Speichern und mache jetzt mit diesem Part hier Schluss und im nächsten geht es dann wieder weiter, also. So, speichern? Na klar. So, und diese kleinen, ja, die Lebewesen halt, besprechen wir nochmal? Nö. So, suchen Sie das Terminal zur Aktivierung des Notstroms auf. Okay, ja, ja, ist klar, aber... das alles dann erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Danke wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Es bleibt natürlich weiterhin spannend. Also, macht's gut. Tschüss.